Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Audio Anabolica Box von Silla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Audio Anabolica von Silla, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine weiße Box. Und dann lesen wir hier in schwarzer bzw. roter Schrift Silla Audio Anabolica Deluxe Edition. Unten komplett weiß. Auf der rechten Seite lesen wir dasselbe nochmals. Oben glatt weiß und links selbiger Aufdruck nochmals. Auf der Rückseite glatt weiß und dann haben wir hier noch Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze eine reguläre Clubbox. Wir haben hier einmal ein Shirt, ein Poster, eine Autogrammkarte und natürlich das Album an sich in der Premium Edition. Von innen die Box glatt weiß und hier haben wir noch einen Einleger, wo das Album drinnen war. So, dann machen wir die Box mal zur Seite und nachdem das Shirt hier noch in Folie ist, holen wir das mal raus. So sieht das Album dann aus. Also auch hier wieder Silla Audio Anabolica Premium Edition zu lesen. Hier oben steht dann noch maskulin präsentiert. Und dann haben wir den Interpreten Silla hier oberkörperfrei abgebildet. Das Ganze ist ein Pappschuber. Und bevor wir ihn abnehmen, nehmen wir noch kurz die Rückseite unter die Lupe. Und zwar lesen wir hier Tracklist CD1 und CD2 Instrumentals. Wir haben insgesamt 17 Tracks und wir haben echt jede Menge Features. Wir haben Features von Flair, Motrip, Mimosa, nochmals Motrip und Joker, Blut und Kasse, Jihad, RLS, Motrip und Joker, Raf Camora und Flow Mega. Also jede Menge Features, Barcode und Credits. Das Ganze, wie gesagt, ein schwarzer Pappschuber, der sich abnehmen lässt. Und dann kommt das eigentliche Album zum Vorschein. Ein super Jewel Case, gefällt mir richtig gut. Vom Cover unverändert zum Pappschuber. Und auch die Rückseite genauso wie beim Pappschuber gestaltet. Das Ganze geht dann hier auf. Und dann schauen wir mal ins Booklet. Also, was ich euch vorenthalten habe, hier auf der Seite lesen wir natürlich auch nochmals Silla Audio Anabolica. Gut, dann schauen wir mal ins Booklet. So, dann haben wir hier einmal links Silla in schwarz-weiß abgebildet und dann haben wir hier die Tracklist inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Hier sogar mit Farbe, sehr schön. Dann hier ausnahmsweise im Hochformat. Schöne Gestaltung. Dann hier wieder in Schwarz und Rot. Die letzten 5 Tracks. Und natürlich die Credits zum Album. Silla Audio Anabolica Premium Edition. Und das M von Maskulin. Das ist ja das Label, bei dem Silla damals unter Vertrag war. Und wo das Album erschienen ist, soweit ich weiß, ja sein letztes Album über Maskulin. Die CD in Rot, Schwarz und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und dann haben wir eine zweite CD, und zwar ist das hier die Instrumentals CD. Und hier zum Schluss auch nochmal das Maskulin M in Rot auf schwarzem Hintergrund. Gut, wir packen das Ganze wieder in den Pappschuber. Dann haben wir eine Autogrammkarte in Schwarz und auch hier das Foto, was wir schon vom Cover kennen. Silla hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Rückseite blank weiß, die Autogrammkarte im Hochformat. Und dann haben wir noch ein Poster. Und zwar, wie sollte es anders sein? Auch auf diesem Poster wieder Silla. Oben ohne zu sehen. Unten haben wir noch die Credits. Und dann lesen wir hier Silla Audio Anabolica. Das Ganze im Hochformat, Rückseite weiß.
Also einseitig bedruckt das Ganze. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt ein Shirt. Und zwar haben wir hier den Muskelmann von Maskulin abgebildet. Das ist das ursprüngliche Logo oder das, ja, ich glaube bis heute das Logo von Südberlin Maskulin, das damals ja noch über Agro Berlin erschienen ist, der erste Teil. Also wir haben hier diesen Muskelmann in Schwarz, Rot und Weiß und darunter lesen wir dann Maskulin. Das Shirt ansonsten gänzlich in Schwarz, kein Neckprint oder sonst irgendwas. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben das schwarze Shirt mit diesem riesen Muskelmann darauf, mit dem roten Hintergrund und darunter dann der maskulin Schriftzug. Riesen Aufdruck. Mir gefällt das richtig gut, auch wenn das natürlich etwas gewöhnungsbedürftig ist, mit so etwas hier herumzulaufen. Allerdings hat das Shirt, also diese Grafik, für mich einfach so einen Nostalgiewert. Erinnert mich immer an die Zeiten von Südberlin Maskulin 1 und alleine deswegen so aus, ja, als Anlass oder um sich an die guten alten Zeiten mehr oder weniger zu erinnern, kann man dieses Shirt in meinen Augen gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Einmal das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte unterschrieben. Und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Audio Anabolica von Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.